Ja, guten Tag, liebe Freunde der Freiheit und liebe Fans der World of Value und des Alpha Trios. Im Vorfeld des nächsten Alpha Trios am 15.07. in Falkenstein, bei dem wir wieder über die aktuelle wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Lage diskutieren werden. Hier ein kurzes Update. Was sind so die wichtigen Themen? Was sind die wichtigen Entwicklungen? Und wie werden wir am 15.07. in Falkenstein und in welchem Kreis werden wir darüber nachdenken? Wir werden ja diesmal einen neuen Teilnehmer bzw. Teilnehmerin haben, nämlich die Vizepräsidentin der Österreichischen Nationalbank, Barbara Kolm, wird zu uns stoßen an diesem Tag, um mit uns über Geldpolitik, Währungspolitik, Wirtschaftspolitik und Geldsystem auch zu diskutieren. Und wir werden bei der Gelegenheit natürlich auch alle Elemente beleuchten der aktuellen Entwicklungen. Schauen wir mal, ob es bis dahin überraschende Entwicklungen da draußen gibt. Aber was ich so heute sehe, haben wir eigentlich mehrere Kernelemente, die wir beachten müssen. Da gibt es einmal die aktuellen Entwicklungen im geldpolitischen und im Inflationsbereich. Wir sehen im Moment einen messbaren Rückgang der Inflation. Das ist auch nicht überraschend, und zwar einfach deswegen, weil natürlich die Blasen jetzt angestochen sind durch die Zinserhöhung. Wir haben ja in der Vergangenheit sehr ausführlich über die Blasenbildung gesprochen und auch über den Einfluss der Zinserhöhung auf die Blasenbildung. Wir sehen im Moment einen massiven Rückgang der Immobilienpreise. Wir sehen eine relativ hohe Volatilität an den Aktien- und Anleihenmärkten. Wir sehen ein Zurückgehen der Anleihenblase um bisher 20, dürften demnächst 25 Billionen Euro weltweit sein, was also so etwa 40% des Blasenvolumens der Anleihenblase entspricht. Und wir sehen nach wie vor den Kabelbrand quasi im Bankensystem, der weiterhin ungelöst ist, sodass die Zinserhöhungen, die wir in Amerika und Europa gesehen haben, jetzt natürlich auf diese Blasen einwirken. Die Blasen schrumpfen und wirken dadurch deflationär. Das Problem der Zentralbanken, über das wir ja schon sehr intensiv auch gesprochen haben, ist natürlich jetzt, dass sie vor der Wahl steht, diese deflationäre Wirkung sich entfalten zu lassen. Das ist eigentlich das, was sie tun müsste, wenn sie die Inflation ernsthaft bekämpfen will und weiterhin bekämpfen will. Oder aus Angst vor der sich daraus entfaltenden Banken- und Finanzkrise, die sich jetzt abzeichnet, wieder nachgibt. Also wir stehen auf der Rasierklinge als Zentralbank und wir werden auf einer der beiden Seiten dieser Rasierklinge herunterfallen. Rechts, oder je nachdem, wie man es will, ist die Inflation, links ist die Deflation. Eins von beiden wird passieren. Warum ist notwendig, dass eins von beiden passiert? Weil beides zur Entschuldung der Welt führt. Wir haben einen überschuldeten Planeten. Wir haben 250% des Weltbruttosozialprodukts an Schulden aufgetürmt, mit steigendem Tempo aufgetürmt in den letzten Jahren. Und diese Überschuldung kann nur reduziert werden, entweder durch Inflation, weil Inflation dazu führt, dass die Schulden entwertet werden. Die vielen Nullen sind noch da, aber man kann sich davon nichts mehr kaufen. Oder durch Deflation, weil in der Deflation die Schuldner pleite gehen und dann die Schulden abgeschrieben werden. Beides führt also zur Entschuldung, aber auf unterschiedlichen Wegen, unterschiedlichen Kanälen. Traditionell wissen wir, dass die Zentralbanken vor der Deflation sehr viel mehr Angst haben als vor der Inflation, weil sie sie mit den 30er Jahren und der großen Depression assoziieren und weil natürlich eine schockartige Deflation genau das auslöst. Bankenkrisen, Bankenzusammenbrüche, Unternehmenszusammenbrüche, Arbeitslosigkeit, all das, was in der großen Depression der 30er Jahre sich entfaltet hat, das war die klassische Deflation oder die klassische Schockdeflation versus Inflation. Das heißt, wir dürfen wohl davon ausgehen, dass die sich jetzt entfaltenden deflatorischen Tendenzen, die eigentlich erstmal positiv zu vermerken, tatsächlich die Inflation leicht zurückgeführt haben, dass diese deflatorischen Tendenzen in Bälde den Zentralbanken Angst machen werden. Und zwar einfach deswegen, weil sie natürlich genau damit verbunden sind, mit dem Schmerz, der notwendig ist, um die Inflation zu besiegen. Was sehen wir da an Symptomen im Moment? Wir haben einmal starke Rezessionstendenzen, insbesondere in Deutschland, wo die Bundesregierung ja auch alles Menschenmögliche tut, um die rezessiven Tendenzen durch unsinnige Gesetzgebung zu verstärken. Alles im Namen des Klimaschutzes, der großen Fata Morgana unserer Zeit. Wir haben eine sich weiter aufschaukelnde Pleitenwelle und wir haben jetzt zuletzt nochmal eine weitere Zinsanpassung gesehen, wobei es auch nicht überraschend ist, die EZB will natürlich glaubwürdig erscheinen und da sie ja das Wissen nicht hat, bis wohin sie die Zinsen erhöhen soll, ohne dass es knallt, dieses Wissen maßt sie sich zwar an zu haben, aber sie hat es nicht,
können wir davon ausgehen, dass sie jetzt erstmal mit dieser letzten Zinserhöhung wahrscheinlich übers Ziel rausgeschossen ist und diese deflatorischen Druck weiterhin aufbaut. Das heißt also, im Moment drehen wir in Richtung deflatorischen Druck und eine Gegenentwicklung wieder Richtung Inflation wird erst dann wiederkommen, wenn eben die Zentralbanken kapitulieren. Was haben wir im internationalen Feld an interessanten Themen? Da ist vor allen Dingen das Thema BRICS-Staaten zu nennen. Wir haben ja am 22.08. in Durban in Südafrika die große BRICS-Währungskonferenz. Und ich schließe jetzt hier an dieser Stelle mal eine Wette ab. Auf dieser Konferenz wird eine neue internationale Handelswährung aus der Taufe gehoben. Die BRICS-Staaten wollen sich vom Dollar entkoppeln. Das haben andere schon vorher versucht, aber niemals in dieser konzertierten Aktion von 5 großen Wirtschaftsräumen, nämlich Russland, China, Indien, Brasilien und Südafrika. Und weitere Staaten, vor allen Dingen Ölexporteure, arabische Staaten, afrikanische, südamerikanische Staaten, stehen gerade Schlange, um den BRICS beitreten zu dürfen. Das heißt also, hier gibt es eine sehr starke Bewegung. Da ist der Westen mittlerweile in gewisser Weise isoliert, muss man leider feststellen. Und diese Gruppe möchte sich von der Dollardominanz lösen, was auch verständlich ist, weil die Dollardominanz natürlich dazu führt, dass man die ganze Zeit in all den Jahren, wo sie da war, Handelsbilanzüberschüsse gegenüber dem Dollarraum erzielt hat und diese Handelsbilanzüberschüsse dann in die Währungsreserven geflossen sind, wo sie anschließend durch amerikanische Inflationspolitik entwertet worden sind. Das bedeutet, das ist so eine Art, ja, wenn man so will, Tributsystem. Das haben die Amerikaner in den 70er Jahren nach Abschaffung des Goldstandards sehr geschickt aufgebaut. Und dieses Tributsystem, wie das genau funktioniert, kann man bei einem kleinen Artikel nachlesen, den ich neulich auf freiheitsfunken.info veröffentlicht habe, nämlich was ist eine Leitwährung? Die BRICS-Staaten wollen jetzt eine andere Leitwährung, eine internationale Leitwährung. Wie kann das am ehesten passieren? Ideal wäre wahrscheinlich eine goldgedeckte Währung. Das wird aber nicht möglich sein im ersten Schritt, weil insbesondere China zwar große Goldreserven hat, aber im Verhältnis zu seiner Wirtschaftsgröße reichen die noch nicht aus. Russland hätte genug Goldreserven, Indien wahrscheinlich auch, Südafrika sowieso. Bei Brasilien ist es schwer zu sagen, aber grundsätzlich ist auch Südamerika ja ein großer Goldproduzent. Und es reicht aber noch nicht aus, was sozusagen, und die Verteilung reicht noch nicht aus, sodass es wahrscheinlich eine Mischung aus Gold und weiteren Rohstoffen als Deckung für diese Währung geben wird. Und die wird dann als Handelswährung Intra-BRICS-Handel zunächst mal wahrscheinlich eingesetzt und wird dann wahrscheinlich auch nach kurzer Zeit außerhalb mit anderen Staaten eingesetzt werden, weil sich dem System wahrscheinlich relativ viele schnell anschließen können, wenn es eine reale Deckung in Form von Edelmetall und Rohstoffen hat. Also ich schließe eine Wette darauf ab, dass wir am 22. August in Durban die ersten Schritte mindestens, möglicherweise sogar schon Beschlüsse in diese Richtung sehen werden und dass insbesondere China und Russland die Treiber dieser Entwicklung sein werden. Das ist im Grunde genommen der Status, eigentlich die wichtigste internationale Entwicklung, über die nicht berichtet wird, wenn man so will. Worüber wir viel hören, ist der Krieg, nach wie vor alles undurchsichtig, alles unklar. Der Nebel des Krieges, wie Clausewitz war es, glaube ich, es mal formuliert hat, liegt über allem. Man steigt kaum durch. Was die tatsächlichen Entwicklungen sind, sagen einem beide Seiten nicht. Und insofern ist es auch schwer zu kommentieren. Aber das ist das meist kommentierte Thema, interessanterweise. Obwohl es eigentlich nichts nachhaltig Unterfüttertes zu berichten gibt. Die andere Entwicklung, behaupte ich, die Währungsentwicklung durch die BRICS-Staaten, wird die Welt viel nachhaltiger und viel gravierender verändern als alles, was wir im Moment noch in der Ukraine sehen können. Wenngleich in der Ukraine auch Entwicklungen bevorstehen, die wahrscheinlich irgendwann mal zu massiven Veränderungen führen, nur noch nicht jetzt. Ja, das ist aus meiner Sicht so das Wichtigste, was quasi im Vorfeld des Alpha Novum am 15.07. sozusagen ist. Wir haben bis dahin ja noch 2 Wochen Zeit, gute zwei Wochen Zeit, wo wir die Entwicklung weiter beobachten können. Und ich freue mich, Sie dann alle dort zu treffen, entweder in Person oder dann später auf YouTube oder den anderen Kanälen, wo die Videos über dieses Ereignis dann online gestellt werden, und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Lassen Sie sich nicht vom Hitzewahn unseres Gesundheitsministers anstecken. Das ist eine von diesen
wie soll ich sagen, komischen Zäunen, die alle 5 Minuten durchs Ort getrieben werden, muss man, glaube ich, nicht ernst nehmen, zeigt höchstens was über den Zustand und den Geisteszustand unserer politischen Klasse in Deutschland, dass das jetzt ein Thema ist, was man früher Sommer nannte. Ja, der Sommer hat es zum politischen Thema geschafft und wünsche Ihnen bis dahin jedenfalls erholsame, schöne, warme Sommertage, die Sie auch vielleicht mal im Freibad oder am Strandbad genießen können oder im Urlaub. Und wir sehen uns am 15.07. Bis dahin.